Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen uns heute mal die Nintendo Direct Mini Partner Showcase an im September 2020, die gestern, glaube ich, spontan auf Twitter angekündigt wurde, wie eigentlich aktuell immer. Und ja, kommt heute. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt alles auf uns zukommen wird. Es ist wie immer nur eine Partner Showcase, das heißt keine richtige Direct. Das heißt, wir sollten nicht die größten Hoffnungen haben. Ich habe trotzdem so ein paar kleine Hoffnungen. Es gab schon Gerüchte, dass neues Monster Hunter kommt. Das fände ich persönlich ziemlich cool, muss ich sagen. Und ja, mal schauen, was uns da angekündigt wird, würde ich sagen. Es geht gleich los. Ich kann schon mal hier Lautstärke ein bisschen lauter machen, auf jeden Fall. Ins Vollbild gehen, dass wir den Chat nicht angucken müssen. Das will man nämlich nicht bei einer Nintendo-Präsentation. Und dann bin ich gespannt, was wir in 15 Sekunden sehen werden. Also halt wirklich gespannt, weil ich habe irgendwie so ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht was Größeres kommt, weil es diesmal ein Livestream ist und nicht sonst immer ein Video. Aber mal gucken, was am Ende wirklich passieren wird. PEGI 16. Okay. Wie immer, wegen Covid-19 könnte es Änderungen geben. Vollkommen verständlich. Laut, bei mir zumindest. So, ich hoffe, das passt. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu laut. Ich habe halt keine Ahnung. Was genau ist das? Und die Bitrate davon sieht ziemlich schlecht aus. Was hat denn Henno da gemacht? Aber das sieht cool aus. Was ist das? Ach, Monster Hunter wahrscheinlich, oder? Oder? Nee. Doch! Das ist Monster Hunter, oder? Ja, Capcom. Oh, die Musik! Das ist nice. Ich liebe das Monster Hunter Main Theme. Ich sehe ziemlich dunkel aus im Video. Warte mal. Machen jetzt mal ganz professionell meine Handykamera an. So. Nee, es ist doof in der Beleuchtung, oder? Hm, nee. Ja, ich bin professioneller. Professioneller Aufnahmetyp hier. Okay, das wird viele freuen, glaube ich. Ich bin jetzt nicht so krass drin, der Monster Hunter Materie, muss ich sagen. Aber trotzdem freut mich, dass wer neues Spiel angekündigt wurde. Ich müsste am Anfang der Serie irgendwie. Aber ich mag die Spiele. So von dem, was ich gespielt habe. Ich habe nicht viel gespielt, ich habe noch ein bisschen World gespielt, aber von dem, was ich gespielt habe, mag ich die Spiele eigentlich ganz gerne, muss ich sagen. Deswegen, vielleicht wird das mein erstes Monster Hunter. Jetzt bin ich gespannt, ob das halt Switch-exklusiv ist oder ob es für andere Konsolen noch kommt. Aber die Bit... Ich habe schon auf 1080p gestellt, oder? Aber muss meine Maus, das ist meine Maus. Ja. Also keine Ahnung, was Nintendo da gemacht hat, aber die Bitrate ist echt nicht okay. Das liegt nicht an mir. Das ist Nintendo Deutschlands Schuld. Ich sehe es genauso schlecht wie ihr. Es tut mir leid. Okay, das sieht cool aus. Monster Hunter Rise. Okay, interessant. Das ist ziemlich nice. Schau mal. 26. März. Okay. Bin schon mal, ja, Deluxe Edition, natürlich gibt sowas wieder, irgendeine Special Edition, muss es ja heutzutage irgendwie geben, aber okay, schon mal ein Daumen hoch von mir. You can play the latest installment in the Monster Hunter series wherever you are and however you'd like. We've prepared a trailer for another title, so please take a look. Ja, okay, was kommt jetzt? Fing ich schon mal sehr nice an, auf jeden Fall. Nochmal Cap. Auch Monster Hunter, weil es gab Gerüchte, dass es zwei Monster Hunters gibt. Und zwar ein zweiter Monster Hunter. Hieß das Stories-Teil für den 3DS, was es da gab irgendwie. Das sieht nämlich sehr nach aus. Wie das Spiel. Ja, das ist Monster Hunter, oder? Ich glaube. Das ist definitiv Monster Hunter. Wie geil ist das denn? Weil das habe ich auch
Ja. Das habe ich auch gespielt gehabt und das war ziemlich nice. Auch nur den Anfang, so ein bisschen. Aber es hat mir Spaß gemacht, das Spiel. Ja, das ist der... Oh. Nice. Das freut mich gerade. Heute sehr monsterlastig scheinbar. Aber das ist nice. Das ist ein cooles Spiel. Auch ich mag die Grafik voll gerne. Das ist halt so ein schöner Cell-Shading-Look einfach. Mag ich sehr gerne. Auch wenn es solche Nintendo DS-Stream nicht so schön aussieht, aber egal. Ich frage mich, was sie da gemacht haben. Haben die jetzt irgendwie schlecht gerendert? Wahrscheinlich viel zu niedrig im Bitrate einfach. Weird. Ja, Stories 2. Episch. Wings of Ruin. Darauf freue ich mich. Wann kommt das? Okay, Sommer. Ja, wäre auch komisch, wenn sie direkt danach rausbringen würden, auch im März oder so. Hello everyone. Hi! Bisher die beste. Also jetzt schon kann ich sagen, bisher die besten Spiele. Auf jeden Fall. Okay, darauf reacte ich aber nicht, weil ich das Video sonst nicht mehr heute hochladen kann. Aber das gucke ich mir auf jeden Fall auch an, aber halt nicht hier direkt danach. Okay, noch mehr kommen auf jeden Fall, noch mehr Partner-Showcases. Okay, da gab's jetzt ein zweiter Teil davon, oder was? Ja, okay. Ja. Nix, was ich gerne spiele, aber nett für die, die es gerne spielen. Ich komme bei immer an meine Maus, an das Kabel, deswegen wundert euch nicht, wenn nur unten die Leiste eingeblendet wird, die wie lang das Video ist. Ich pack die mal hier drüben hin. Dann komme ich da hoffentlich nicht mehr dran. Several features are included in this installment, including a two-player mode, an alarm function, okay, and the ability to turn off boxing moves. Aha. Okay, ich komme schon trotzdem noch dran. Sorry. All these features to help keep you going. Ja, das ist nett. Aber ich weiß nicht, warum es dafür einen zweiten Teil braucht, aber okay, ich sag nichts dagegen. Hero and Karen. All of them have their own distinct personality and are here to support and motivate you. Krass, Charakterentwicklung. Oh man. When Fitness Boxing 2 Rhythm and Exercise launches on Nintendo Switch December 4th. Dezember. Das Holiday Spiel, oh mein Gott. Oh man. Ja. Das krasse Holiday Spiel, worauf alle gewartet haben, ist das. An all new Disgaea game is here, dude. Okay, nett. Nichts, was ich, also ich kenne die Spiele. Ich habe sie aber selbst nicht gespielt bisher, weil sie mich immer irgendwie so ein bisschen abgeschreckt haben. Aber finde ich cool. Das ist eine coole Serie, aber ich habe es halt bisher nie irgendwie gespielt. Aber auch nett. Dann würde ich sagen, immer umbringen erstmal. Erstmal 2 Stunden Cry, indem du deinen Charakter umbringst. The beloved over-the-top battle system makes a triumphant return. Ich sehe schon. And now, max damage is in the quadrillions. And the max level is nearly 100 million. Reincarnate in a variety of worlds and face off against the strongest god of destruction. Get ready for an experience that defies common sense, genre, and destiny. This guy is Sommer, okay. Coming exclusively to Nintendo Switch Summer. Exklusiv. Exklusiv für die Switch. Nice. Oh. Das probiere ich, glaube ich, mal aus. Dann kann ich mal so eine Spielerserie ausprobieren und bin nicht so abgeschreckt, weil ich es mir kaufen muss, quasi. Das probiere ich aus, glaube ich. Das sieht schon wieder nach was Langweiligem aus. Das ist nichts für mich. Okay. Nichts für mich. Weiß ich jetzt schon, nichts für mich, definitiv nichts für mich. Okay,
I poisoned Capone's supply and made Angelo take the fall. Bist du dann ganz böse? These people are merely players in my symphony. The world is my stage and I am the star. And we are about to put on a big show. You know that no one ever really wins. I'm coming for her in a gang. And if you're looking for salvation. Was ist denn? Hallo? Ton? Hab nur ich keinen Ton mehr? Hallo? Neu laden kurz. Mein Ton ist irgendwie jetzt weg. Was war das denn? It is General Tobias Schmidt. Sag mal, das jetzt war. Ja, aber das sieht auch schon nach nichts für mich aus. Keine Ahnung. Aber sorry dafür gerade. Da hat spontan scheinbar irgendwie. Da dachte sich mein PC auch, das Spiel ist langweilig, mach ich mal den Ton weg. Oder so. Was genau ist das jetzt? Ah, ja, nichts für mich. Bla. Winter 2020. Ja, bla bla. Kein Spiel, was mich juckt. Okay. Da bin ich gespannt. Das sieht schon wieder schön aus. Wobei. A chilling narrative awaits in the Wintermute Story Mode. Or enjoy hours of permadeath survival gameplay. Experience true survival on Nintendo Switch later today. Okay, das kommt heute schon raus. Ja, das sieht ein bisschen zu simpel für mich aus. Okay. On visually stunning real life courses. Hit the links with friends locally or online. Or run full seasons and tournaments with online societies. Ja, das ist natürlich. This game swings onto Nintendo Switch September 25th. Okay. Defy the god of the dead in this Greek mythology inspired. Ah, das ist aus der Indie Direct. Thousands of story events and ability combinations ensure a unique experience. Das ist aus der Indie Direct. Ja, nett. Wielding the powers of mythical weapons of Olympus to aid in your escape. Hades comes to Nintendo Switch later today. Oh, heute auch noch, okay. Dive into the fantastic land of Wonderworld. Das ist dieses Spiel von den Sonic-Machern, glaube ich. Ja, Balan Wonderworld. Nice. Das sieht cool aus, finde ich. Das sieht ziemlich cool aus. Contains 12 dreamlike stages, including an ocean stage, a wind stage and more. Könnte nett werden. Mal gucken. You'll don costumes to wield a variety of abilities. Okay. Ich habe mich damit halt auch kaum auseinandergesetzt, deswegen weiß ich gar nicht, worum es da geht. Ich habe mir diesen einen Trailer angeguckt und mehr auch nicht. Die haben ja schon voll viel Gameplay zugezeigt und Twitter und bla bla bla, aber ich habe mich da bisher kaum mit auseinandergesetzt irgendwie. Aber ja, das ist ganz nett. Sieht schon mal besser aus als Sonic. Can also pass a Joy-Con controller to a friend in a co-op mode. Okay. Combine your abilities and navigate through stages together. Geht das auch für die anderen Konsolen in den Koop-Modus? Weil ich weiß, dass es auch für andere Konsolen rauskommt. Balan Wonderworld will make its grand entrance okay. On Nintendo Switch Spring 2021. 26. März. Your new life is about to begin. Das ist ziemlich cool. Build a new life amidst the grand adventure in this heartwarming RPG. Das ist genau mein Ding, Rune Factory. Harvest Moon ist ziemlich cool. Und zusammen mit Gameplay, RPG-Gameplay ist das nice. Das sieht ziemlich cool aus. Optisch. Your day-to-day will include harvesting crops. Das ist so bescheuert eigentlich das Konzept, aber es ist trotzdem geil. Ich liebe es. You may even find a special someone to start dating, fall in love, and get married. Ganz wichtig. A
A new battle system allows you to perform combo attacks with allies to take down monsters. Ja, das sieht ganz nett aus. Da hat gerade ein bisschen geleckt irgendwie. Das Logo sieht nur weird aus irgendwie, so als ob jemand kurz im Farbeimer verschüttet hätte. Okay, one last thing eventuell, who knows. Ist das Ori 2? Bringt jetzt auch Ori 2 für die Switch? Das fände ich cool auf jeden Fall. Das ist doch Ori, oder? Ich habe Ori 2 noch nicht gespielt, deswegen. Aber doch. Oh, die Musik. Oh, das ist so... Oh! Fuck, die Musik. Das ist, also... Ja, oh mein Gott. Okay, die haben halt schon den ersten Teil für die Switch gebracht. Was? Was ist das denn? Im Laufe des Tages einfach. Ey, das war halt die beste Direct, die wir seit langem hatten. Oh mein Gott. Also wer sich da beschwert, der hat kompletten Schaden. Jetzt mal ohne Mist. Ah, guck mal, sind das flüssige. Ja, guck mal, das sind auch der erste Teil. Nintendo Direct Mini Partner Showcase. Ich bin weg, also boah. Okay, beginnt in Kürze. PG-12. Jetzt schon direkt danach? Oder war das jetzt? Okay, scheinbar. Ja, okay. Das gucke ich jetzt mir aber nicht an erstmal. Das schaue ich mir später an. Kurzes Fazit. Richtig gute Direct. Wir haben Monster Hunter gehabt, jetzt Ori, Rune Factory 5. Ein paar Spiele, die mich nicht interessiert haben, aber egal. Bad and Wonderworld. So viel geiler Stuff einfach. Ich bin komplett... Das ist Gaia 6. Ich bin komplett erstaunt, wie viel krasser Kram diesem angekündigt wurde. Also... Respekt, das war die beste Direct seit langem. Also jetzt mal abgesehen von der Mario Direct oder so. Okay, ja. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Schreibt mir gerne eure Meinung zu der Direct in die Kommentare, wie ihr die ganze Ankündigung findet. Und das war's heute. Bis dann und ciao, euer Vibro, tschüss.